weiß nicht, wie ich ein Intro machen soll. Moin, willkommen zurück wieder zu einer Reaktion. Moin, willkommen wieder zurück zu einer Reaction auf Bulletproof die Challenge. Wir sind gerade bei der vierten Folge. Viel Spaß und lass uns reinschauen. So. Ich muss das auswählen, Neo. Mach das richtig hier, Neo. Das darfst du nicht reinschneiden. So, jetzt starten wir aber. Wir waren bei 17. Was? Bro, wir waren bei 7. Oh, was, Digga, wir waren bei 7. Wenn euch das Handy mal aus dem Auto rausfallen sollte oder ihr draußen unterwegs seid und runterfällt. Erkennst nicht das Handy, das so rausfällt? Gibt es nur einen Partner und zwar Rhino Shield. Rhino Shield ist mein erster Kooperationspartner jemals gewesen. Seit vielen Jahren habe ich die Sachen im Einsatz und wie ihr selber seht, es ist einfach nichts kaputt. Schützt das Handy komplett. Und bei Rhino Shield gibt es halt nicht nur Handyhüllen, Panzerglasfolien, Lanyards, ganz viele tolle Produkte. Und mit dem Gutscheincode BULLPUFF10 spart ihr 10% in den nächsten 48 Stunden. Neben den normalen Produkten gibt es auch ganz viele, und es wird immer mehr und mehr, die komplett aus recycelten Materialien hergestellt werden. Das heißt, hey, das wird nicht entsorgt und weggeschmissen. Ich finde die richtig cool. Rhino Shield, ich kann nur sagen, fettes Danke für die langjährige Zusammenarbeit. Und naja, komm. Immer noch nicht kaputt. Euch vielen Dank für den Support. Checkt die Seite von Rhino Shield mit dem Gutscheincode BULLPUFF10. Spart ihr 10%. Was ich mich frage, ich habe mir die Seite von Rhino Shield nie angeguckt. Ich kann verstehen und ich glaube auch, dass die Dinger sehr robust sind und alles. Ne? Rhino Shield ist eine bekannte Marke und die haben sich wirklich einen Namen aus gutem Grund gemacht. Aber wenn ein Werbepartner so dafür wirbt, Rhino Shield nimmt das ja ab und sagt, jo, Foto kannst du machen. Wenn ich das jetzt so durch die Gegend schmeiße und das geht kaputt, haften die dann dafür? Weil die werben ja eben nicht für normale, also ich kenne das so, dass man eigentlich dafür nicht komplett aufkommt. Es gab Otterboxen, schöne Grüße an Kalli an dieser Stelle, es gab Otterboxen oder es gibt Otterbox, ich glaube Otterbox heißt die Firma, die wasserdicht waren und so weiter und die dafür krass geworben haben. Und die waren es halt dann auch. Also die waren wasserdicht, die Dinger. Du konntest quasi damals an dein Telefon um dein Telefon so eine Otterbox machen. Dann war so eine extra Folie, so wirklich so, dass man unter Wasser damit dann was machen kann. Ja, genau, geil, ja. Die sind robust. Und die haben ja dafür, also in Anführungszeichen dafür gehaftet. Die haben gesagt, so und so. Das haben die halt wirklich auch geleistet. Ich frage mich, ob das bei Rhino Shield auch so ist. Weil ich kann verstehen, dass man zeigen will, wie robust die sind, aber wenn er das so gegen die Wand haut und gegen Baum und gegen Asphalt und ich mach das auch und es geht kaputt, haften die dafür? Weil damit wird's geworben. Und ich sehe, also selbst wenn es nicht so ist, sehe ich die Schuld nicht bei Otto. Weil du hast als Content Creator, nutzt du ja jedes Produkt, also ich zumindest, alles wofür ich werbe, sind Dinge, die ich selber mache, nutze, esse, trinke. Aber auch nur in dem Bereich, wie ich die nutze. Das heißt, ich bin ehrlich zu euch, so Produkte aus der Produktpalette, für die ich werbe, die ich aber nicht benutzt habe, kann ich in dem Moment natürlich nicht beurteilen. Ich beurteile das, was ich nutze und ich kann verstehen, wenn er sagt so, jo, ich nutze die so und bei mir hält das und das will ich den Leuten zeigen, fein, aber die Abnahme machen die anderen. Aber zu viel Fragerei. 48 Stunden. Moin Thor, moin Sternkaiser und moin Gallia. Was hast du da auf? Minus 5, 7, minus 5. Ich sag, die Antwort ist 2, aber wir rechnen noch einmal. Ja, 2. Fertig? Fertig. Oh, das sieht ja ganz anders aus. Das ist echt krass dunkel, ne? Mega, aber schon echt ganz. Der Anfang war hart. Man musste schon reinkommen. Habe ich weggemacht. 26. Da waren wir drin, ne? Ja. Wie viel? 26? 32 minus 6. 26. Hallo, 26. Moin. Ja, komm raus.
Es kann sein, dass wir uns verrechnet haben. Kann wirklich sein, aber Dave hat mal gecallt, dass wir einen Raum vergessen haben und so. Wir haben das gut gemacht als Team, finde ich. Ja. Es war eine solide Leistung, wenn am Ende das Ergebnis stimmt, noch besser. Was sagst du zur Challenge an sich? Ich fand die sehr cool. Ich fand die Challenge auch gut. Lieber als fast kotzen zu müssen, weil ich so viel laufe. Ich muss sagen, die Challenge finde ich auch richtig geil, weil es halt einfach, also für mich, nicht vorhersehbar war. Vielleicht für Tora, jemand, der das quasi kennt. Erstens, glaube ich, gibt's, also weiß es in der aktuellen Generation, immer wissen das immer weniger Leute, weil es keine Wertedienstpflicht mehr gibt. Und ich zum Beispiel jetzt als Zuschauer, ich hätte nicht gedacht, dass solche Challenges auch kommen. Feier ich. Richtig geil. Ganz das ist so eine Scheiße, ja. Wenn ich das nächste Mal so ein Sondereinsatzkommando sehe, dass die dabei nachts irgendwie zugreifen mit den 80 Gegnern, oh Gott, die Armen, denke ich mir dann. Also es geht, ich hab Papa abgemacht, weil ich dachte, okay, das Restlicht, vielleicht kann ich das auch so erkennen, ob das ein Plus oder Minus ist, klapp hoch. Also wirklich gar nichts. Wirklich? Nichts? Wirklich? Nichts, ich hab ein paar Mal hochgeklappt, weil ich dachte, ja okay, hier ist so ein Spalt im Fenster, dann wird hier vielleicht ein bisschen hell sein, ich klapp hoch. Gar nichts, ich habe noch nicht mal den Spalt gesehen, wo das Licht herkam. Von der linken Seite aus habe ich jede Zahl richtig weitergegeben. Also wenn wir Taktik alle war, er war rechts, ich war links und sie muss sich das merken und dann rechnen. Ja, okay. Ja, hoffen wir mal. Ich finde die voll sympathisch. Ja. Und ich kein Mist gebaut habe. Ja, oder wir? Egal. Ja, cool. Mitgehangen, mitgefangen. Ja, nach C-Parcours. Für mich ein mega geiles Hindernis, super geile Station, echt mal eine Abwechslung. Die Ergebnisse. Vor allem haben wir gedacht, nach den ersten Trupps, die drin waren, die alle das falsche Ergebnis hatten, oh, haben wir das zu schwer gemacht, kann man das nicht lösen. Aber es gibt ein einziges Team, das erstens die zweitschnellste Zeit hat und auch die richtige Punktzahl oder die richtige Anzahl ausgerechnet, und zwar das Team YouTube. 26 Punkte zusammen addiert in dem Gebäude und die zweitschnellste Zeit, das heißt 5 Punkte an Team YouTube, 0 Punkte. Aber was hat das eine Team Streamer gemacht mit der Antwort 2? Wie kamen die auf 2? Das hat mich verwirrt, weil alle waren so bei 20 plus minus und Team Streamer hatte einfach 2 als Ergebnis. Warte, gehen wir mal kurz zurück, weil das wollte ich mir angucken. Das hat mich so verwirrt. 2! Weil er dann gewinnt für einen 10er Streak. Das gibt gar keinen Sinn. Und die haben noch fast die längste Zeit gebraucht. Addiert richtig in dem Gebäude und die zweitschnellste Zeit, das heißt 5 Punkte an Team YouTube. 0, ich glaube, der hat der. Ich weiß nicht, wer verkackt hat. Holz sagt Ronny, kann sein. Ronny. Bin mir nicht sicher, aber der hat's mies verkackt. Knuffeline, danke dir für 4 Monate. Kuss. So, Recap. Wie fühlen wir uns jetzt nach der Challenge? Boah, was wichtig wäre für die das sich auf YouTube angucken, ist nur eine Handvoll Leute. Trotzdem freut mich das, wenn Leute das auf YouTube angucken. Stört es, wenn ich mich für die Subs bedanke, weil ich bedanke mich gerne für Subs und auch für Follows und auch für die Streaks. Stört es in der Reaction und stört es, dass es sichtbar ist? Gerne in die Kommentare schreiben. Und Ola Foxy. Wir fühlen uns extrem gut, denn wir sind fast sicher, dass wir das richtige Ergebnis haben. Wer weiß, ob die anderen das auch nicht gut hinbekommen haben. Stark. Ja, ich glaube. Zumal die Zeit in dieser Challenge ja nur zählt, wenn man tatsächlich das richtige Ergebnis hat. Es sind aber noch 2 Teams hinter uns. Das bedeutet, es kann noch alles passieren, wie auch immer. Aber richtiges Ergebnis wäre schon mal ein guter Schritt in die richtige Richtung. Ja. Ausgezeichnet. Das heißt, das hebt unsere Motivation jetzt auch wieder nach oben. Ja, wie viele Challenges haben wir heute gemacht? 4 oder 5? Naja, wir hatten den, jetzt lasst uns zählen, die Zissenbahn. Ja. Wir hatten den Kletterturm. Wir hatten die Tragestation. Ja. Der Marsch, Orientierungsmarsch war einfach freie Schnauze. Wir hatten die Denkaufgabe. Der Eilmarsch war ja auch nochmal eine Station. Welche Denkaufgabe? Na, diese mit den Zahlen, wo ihr hier Alpha, war keine Ahnung, dieser Kletter. So, genau, das hier. Denkaufgabe und jetzt das hier, also 6 Stück. 6 Stück. 2x volle Punktzahl, ist auch super. Ja. Na, schaut einer an. Ja. Ja? So schnell kann es gehen. In der Schule wird es zum Bestehen reichen. Das war immer mein Ziel. Fühl ich. Es macht schon alles Spaß, aber jetzt ist auch gut mit den Challenges. Ich vergesse euch. Der Akku ist leer. Der Akku ist extrem leer. Richtig,
Richtig hart. Wenig gegessen. Das ist immer noch der eine Tag, ne? Den ganzen Tag am Leisten. Das ist schon ein saftiges Programm hier, muss man schon sagen. Willkommen in meiner Welt. Ja, das ist schon ein saftiges Programm. Ich bin einfach nur froh, dass wir jetzt hier sind. Was ein Tier, ne, der Typ. Um ehrlich zu sein, will ich einfach nur noch pennen. Und ich glaube, wir haben erst 5.30 Uhr oder sowas. 5 Uhr nachmittags. Keine Ahnung. Also ein kleiner Powernap, eine halbe Stunde und dann sind die Akkus wieder halb voll. Ja. Vielleicht. Später noch ein kleines Training. Ja. Wir wollen ein bisschen. Das sind ja MMA-Kämpfer und die haben sehr, also für die Frage im Chat war, warum die solche Ohren haben. Ich glaube, das heißt auch, wie heißt das? Das ist nach einem Obst benannt. Kohlohren? Das Kohlohren? Ja, ne? Blumenkohlohren oder Kohlohren einfach nur. Ja, das kommt halt einfach durch die ganze Reibung, ne? Weil die viel sich greifen. Das wäre überhaupt nichts für mich, ne? Ich hasse sowas. Also ich hasse es. Ich hab's immer gehasst. So Schwitzkasten war auch für mich nie etwas, wo ich einen Gag verstanden habe. Das war so immer für mich ultra unangenehm. Und das kommt daher, so diese Reibung die ganze Zeit. Ich glaube, das ist so eine Wasseransammlung oder so. Ich habe mal ein Video oder ein TikTok gesehen, wo einer das auch quasi... So ein Profi-Ringer, bei Ringern ist es schlimmer, wo das rausgezogen wurde. Boxen würde ich. Gucken wir mal, aber es war ein guter Tag. Ich glaube, unsere Leistung war ganz gut, ganz sportlich. Bam. Gutes Teamwork. Bundeswehr tauglich. Der Tag neigt sich im Ende und jetzt heißt für alle Teilnehmer, Lager aufbauen, Ruhestätte finden, Energie tanken für den nächsten Tag. Holzhacken, sag ich. Oh, da haben wir einen Holzfäller mit. Ich darf nicht Holzhacken, mein Handgelenk. Geht nicht, Max, musst du. Dort ja schon bei Lappland nicht. Holz fällen musst du. Das ist echt eine Axt. Holz machen, Feuer machen, da ist Anzünder. Feuer machen. Pause. Das hier kannst du, Max. Wir. Max, das kannst du. Absetzen? Erstmal. Das hasse ich immer. Ich hasse und dann ist so 30 Sekunden. Der Bart ist weg. Ich muss mich jetzt irgendwie. Ist das so bei der Bundeswehr eigentlich, dass es einem gesagt wird, gleich gibt es Pause, man, so eine richtige Pause. Und dann heißt es nach 5 Minuten, aber wir müssen weiter. Danach aber gibt es eine Pause. Nee, jetzt müssen wir erstmal hier weiter, aber dann gibt es eine Pause. Ist so, ne? Ist der Bundeswehrkrieg. Völlig alle. Ja. Völlig alle. Geisteskranker Tag. Das geht immer weiter. Ja, das ist nämlich das Problem. Das ist das Problem. Ich weiß nicht. Ich war schon ein paar Mal vorm Umkippen. Schon so, zack. Und mit dem Rucksack kommt man eh nicht wieder hoch. Dürfen wir echt absetzen? Dann liegst du. Ja, dann liege ich erstmal. Sollen wir kommen? Ja. Ohne Rucksäcke? Mit Rucksäcke. Ist das unser Nachtlager? Weiß ich noch nicht. Bitte. Oh mein Gott, das ist eine Option. Was ist die Option? Dass es ein Nachtlager sein könnte. Ja, ich sag, wir müssen ein Lager aufschlagen und danach haben wir nochmal eine brechende Challenge. Ist das hier meins? Okay, fang du mal an, ich komme so in einer Stunde dazu. Nein, ich würde mir kurz... Also ich habe zwei Ideen. Hier, aber hier ist relativ schräg. Aber boah, schräg kann cool sein. Ich mach hier. Da rutscht man. Ah. Wir brauchen irgendwas. Jungs, ich mach hier. Ich brauche ein bisschen Abstand von euch manchmal. Okay, ja gut. Sollten wir das idealerweise lassen in der Mitte, falls wir ein Feuer machen wollen? Können wir auch wegtun. Da ballern wir uns in schön enger, Max. Ja, aber wir brauchen schön eng hier. Schön enger, Max. Das Zelt abspannen, wenn da kein Baum steht. Hier sind überall Bäume. Ja, aber das muss ja nah da dran sein. Nein, das ist ultra weiter Seil. Haben wir ein langes Seil? Der Baum kann 20 Meter in die Richtung sein und wir können das daran spannen. Ja, aber habt ihr so ein langes Seil? Ja, das nicht, aber so. So, Isomatte. Rucksack ist super gepackt. Bist du auch pennst, Steve? Ein bisschen Platz auch noch für dich machen? Hm, brauchst du nicht. Gut. Ist da Seil drin? Doch, die kleine Heringstasche, Niki. Ja. Nein, die verarscht. Nein. Was hat er gesagt? Dass es eine kleine Heringstasche geben soll. Die kleine Metall. Ich hab die hier. Oh, sag doch was. Die. Wieso isst du die ganze Zeit? Ich hab die auch. Was ist denn? In der Hand? Die hast du uns gezeigt bei der Einführung. Mhm. Ja. So Seil. Ist das neu. So wenig Seil. Ja, aber ihr habt so ein bisschen was da. So, das Seil ist ja kürzer als ich. Jetzt bleib doch mal ruhig, hey. Echt? Bleib doch mal ruhig, Max. Guck dir das mal an. So, Ronny, wir machen nebeneinander. Die bauen uns richtig. Das reicht aber. Ja, das reicht. Ihren Betreuer sieht irgendwie voll genervt aus, ne?
Der letzte, völlig am Ende. Also ich weiß nicht, irgendwie sein Gesichtsausdruck wirkt so, als hätte er gar keinen Bock auf die. Es war gar nicht anstrengend. Unverständlich. Easy, mach ich nochmal. Easy going, oder? Ja, denkt immer, ich hab sogar schon den Laktathusten. Aber ein krasses, überragendes Erlebnis bis jetzt. Boah, das ist ja echt geil, ja. Was wir erlebt haben. Platt, aber glücklich. Das ja, macht so Bock. Genau. Ist geil. So ist die Stimmung. Fertig. Aber war gut. Richtig gut. Ich finde bisher die Betreuerin von denen, sag ich mal, die Trainerin von denen, finde ich richtig sympathisch. Also gleich kannst so viel Mut, wie sie denen zuspricht, richtig nice. 3 Uhr, dann Call Time. Fette Sirene. Und noch früher, 23 Uhr. Ja, ich meine, wir haben, glaube ich, keine 18 Uhr, ne, deswegen. Wir ruhen nur 2 Stunden und dann geht die Show wieder von 9 los. Sommer? Ja, ja, erstmal schon mal nicht nach Westen, das ist ja klar, habe ich in Staffel 1 gelernt, das ist nämlich die Wetterseite. So. Und hat Gabi freundlicherweise auch gerade nochmal gesagt. Dann möglichst weit weg von Aaron. Dave ist auch so ein sympathischer Mensch, ne? Mitten in der Nacht gewechselt. Ich mag seine Art, ne? Komplett. In der Kaserne kein Auge zugedrückt. Aber Aaron ist auch sehr sympathisch. Ja, ich habe. Sehr geerdet. Aber okay. Entschuldigt. Also, das sind meine 2 Kriterien: wenig Wetter, wenig Aaron. Also wir haben ja jetzt auch zum Beispiel die Möglichkeit, wenn ich mal so eingreifen darf, dass wir sagen, wir können auch ein Gruppen-Shanti, also Shanti können wir nicht wirklich aufbauen, aber ein Gruppenzelt aufbauen. Ja. Oder wir machen wirklich 3 so sympathisch, ne? Schlafgemache für euch. Ich glaube, ich bin in favor des einzelnen Schlafgemachs. 2 Zeltbahnen brauchen wir mal. Und dann spannen wir uns jetzt hier, dass ihr eine Unterkunft für euch 3. Ja. Na, nehmt der Kati vielleicht in die Mitte. Isomatten, die brauchen wir sowieso, die könnt ihr auch schon rausnehmen. Den Biwaksack könnt ihr auch schon rausholen. Wir machen uns jetzt alles hier picobello fertig. So, einer, der jetzt hier noch ein bisschen frei ist, der die 2 Sachen erstmal nicht rausholt, maximal meinetwegen. So, die Äste ein bisschen wegräumen, alles große Äste, weil da würdet ihr sonst drauf liegen, das wollen wir nicht. So, dass wir hier sauber nachher, wenn wir hier liegen, nichts in unserem Rücken haben. Wir brauchen hier diesen Platz, ich sag mal so breit, guck mal. Diese Breite. Ja. Ne? Es war halt gerade am ersten Tag, war die körperliche Anstrengung schon enorm. Wir haben viele Challenges gehabt, die halt körperlich gefordert haben. Und wir sind die ganze Zeit mit diesem Rucksack auf dem Rücken halt hin und her gelaufen. Und das hat halt schon gezehrt. Ich habe gemerkt, ich habe auch irgendwann über den Tag einfach Kopfschmerzen bekommen und war abends wirklich richtig ausgenockt und war echt froh, dass ich mich einfach hinlegen konnte und mein Team die Aufbauarbeit übernommen hat. Danke dafür. Oh. Wir kommen nicht hier irgendwo zufällig an eine Ibuprofen oder so dran. Doch, brauchst ja. du? Christo, ja. Die Sannis sind da, auf jeden Fall kommen sie. Das wäre cool. Ja, kein Problem, ich kümmere mich gleich drum. Ja, sehr kümmere gut. mich sofort drum. Okay, dass der Sanni kommt, soll er mal gucken, was los ist und dann soll er das geben, was du brauchst. Ja, ja, Kopfschmerzen, aber... Ja, der soll gucken halt. Ziemlich dann. Miese Kopfschmerzen langsam. Deshalb, echt? Ja. Du trinkst aber genug, ne? Ja, das ist, glaube ich, bei mir passiert es schnell, wenn der Puls einmal so hart hochgeht und es war halt heute Morgen schon bei dem Hürden-Ding. Okay, du hast aber jetzt immer eine Mütze auf, okay? Dass du deine Schläfen schützt. Nicht, dass, ja, aber ich glaube, der Kopf überhitzt eher bei mir. Also okay. Ich merke richtig, ich kann gerade nichts mehr an den Kopf dran machen, weil das dann so drückt. Also es ist nicht ja, so genau. Wild, aber es ist halt ekelhaft. Dass ich ein bisschen geschlafen habe, dann geht es auch irgendwann weg, aber... Okay, ich kümmere mich um eine Ibo. Ja, die Betreuer sind Soldaten. Durch die Öse ein Mastwurf gesteckt. Er ist auch sympathisch, der Betreuer. Einfach erstmal. Wir können es auch einfach machen. Wir machen einfach nur einen Sicherungsschlag drauf, denn es ist einfacher zu lösen für uns später. Läuft richtig gut. Wir haben ein schönes Plätzchen gefunden. Wir haben durch Gottes Gebung jetzt auch noch ein bisschen Grüße an Buddy. Bekommen, was das Ganze ein bisschen einfacher macht. Sonst hätten wir nämlich auf den Bundeswehrstandard Dackelgaragenbau zurückgreifen müssen, aber so können wir jetzt mit unseren 2 Planen und so ein paar Schnüren das Ganze adäquat so absparen, dass alle 3 unter den beiden Planen schlafen können und dann auch eine trockene Nacht haben, falls es regnen sollte. Das heißt, Schlaf ist sehr essentiell oder wie siehst du das? Naja, Schlaf ist immer das Wichtigste, oder? Wer schläft nicht gerne? So. Hola GeForce! Das hier wird für heute Nacht unser Schlafplatz sein. Prove speciali, tutto a posto. Willst du meine Mama kurz grüßen? Klar. Meine Mami, da freut sie sich.
Mrs. Vespasiani. Guter Posto, liebe Grüße aus dem Wald. Das ist süß. Für mich selber fand ich den ersten Tag richtig gut, weil kein Teilnehmer hat abgebrochen, obwohl es immer wieder zwischendurch Gespräche gab mit, boah, das ist echt anstrengend, das ist echt viel, hätte ich nicht gedacht. Und da muss ich sagen, Hut ab vor allen Teilnehmern, dass sie gesagt haben, okay, das kennen wir gar nicht, das ist unfassbar anstrengend, aber wir machen hier weiter. Deswegen fällt mein Fazit echt positiv aus, hat mich sehr gefreut, die Teilnehmer an die Grenzen zu bringen bei vielen Dingen. Sie haben gemerkt, okay, das ist wirklich was anderes, wenn ich nonstop draußen bin, eine Challenge nach der anderen kommt, dazwischen marschieren und immerhin, ja, die Teilnehmer haben knapp 18 Kilometer zurückgelegt mit 20 Kilo Gepäck, Toursbelastung, Hindernisbahn, Gewichte schleppen, Eilmarsch, Nachtseeparcours, Sachen merken, also wirklich auch fürs Köpfchen zwischendurch Dinge und das ist einfach unfassbar anstrengend. Die Teilnehmer haben sich echt verdient, in den Schlafsack zu kriechen, ein paar Stunden zu schlafen. Das Schwerste war wahrscheinlich der Eilmarsch. Ja, das war echt hart. Richtig Bock gemacht, hat Nachtsicht, Klettern und alles andere. Das Marschieren war auch, also alles war top, alles hat Bock gemacht, ne? Aber es ist einfach super unterschiedlich anstrengend. Und wir scheißen halt komplett rein, wenn es um Anstrengungen geht. Also wenn ich jetzt nach Hause gehen könnte, wäre es geil gewesen, da ich morgen noch mal ran muss. Ist scheiße. Denkst du, es wird morgen leichter oder härter oder gleich? Also ich glaube, dass wir richtig krass merken werden, wie viel wir heute gelaufen sind und wie viel wir uns betätigt haben. Deshalb wird es morgen vielleicht davon ein bisschen weniger. Aber ich glaube, dass, dass da trotzdem noch genug auf uns wartet. Boah, es war ein krasses Erlebnis, alles. Nichts davon hätte ich, glaube ich, freiwillig gemacht, hätte ich das vorher gewusst. Ja. Vor allem das Bergauflaufen, das war so hart anstrengend. Aber ich muss sagen, währenddessen findet man es kacke, aber wenn man durch ist und das geschafft hat, dann ist man boah, super happy und richtig erleichtert. Du blendet mich! Und ja, auch einfach ein mega geiles Erlebnis. Nach und nach kommen die Teams am Nachtlager an, bauen ihre Unterkunft für die Nacht, dann heißt es Feuer anmachen und gemeinsam etwas essen. Also war richtig geil, aber ich bin wirklich froh, jetzt mal anzukommen hier. Im Schlappen, na. Boah, romantisch. Wie sieht's aus? Kannst du jetzt weitergehen? Ja, aber absolut. Topfit. Jungs, wir gehen hier erstmal in die Tiefe. Wir gehen ins Dunkel? Ja. Geil. Prost, Kamerad! Prost, Prost, Kamerad! Wir wollen einen nehmen! Prost, Prost, Prost! Jetzt habe ich wieder Bock. Ja, das macht sofort Bock. Jetzt wieder bei Null anfangen. Natürlich, das macht direkt Bock. Das sind solche Maschinen, ne? Ein jetzt, oder? Opa Luschewskowski, wo bist du nur geblieben? Du kennst den Rot-Weiß-Essen schon seit 1907. Du warst bei jedem Spiel, nur einmal warst du krank. Opa Luschewskowski, wir schulden dir den Dank. Wir werden essen, nie vergessen. Wir sind die Fans von Rot-Weiß-Essen. Okay, Rucksäcke ab, Kopflampe raus. Okay? Und Jan, deine Zeltbahn brauche ich gleich. Ja. Oder was? Oder was? Was ja. Habt ihr genau gemacht? Loch gegraben? Ja, für Feuer. Gibt ihr das Flashbacks, Jan? Stelle. Einfach Arbeit und Sammlungsmaßnahmen. Also. Jan, ja, das ist schon. Abends einfach ein Loch buddeln. Hey. Wow. Hey. Boah, zwei Das ist genau nach einer Arbeit für dich. Ja, ja, wirklich. Das kennt ihr schon, Minecraft. Richtig dumm, richtig. Ja, können wir hier jemanden hier die Spaß aufnehmen? Okay. Ach ja, du warst ja bei der Bundeswehr. Alles gut? Bitte? Alles gut? Alles perfekt. Einfach nur gemütlich. Ich kann direkt einschlafen. Der lauert auf seinen Einsatz. Alles gut? Ja, mir geht's gut. Gut ist gut. Das macht das Lied. Das passt so. Jeder nimmt sich eine Ecke. Von drei Seiten her ist es sofort fertig. Pass auf, dass er nicht in die Köpfe haut. Sunny! Eieieiei, vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Boah!
Ah! Jeder hier. So sehen wir ihn. Okay, also ihr habt das vorbekommen für dieses. Für dieses wunderschöne. Für dieses Produkt. Könnt ihr euch uns nicht mal zeigen, wie das richtig geht? Was ja, da unter dem Loch? Nee, so ein Loch. Ja, genau. Nee. Lange arbeiten, bis es irgendwann gut ist. Wunderschön. Ne, so heißt es so durch. Schneidest du die Funden auf und dann? Kannst du das nochmal machen? Ja, hundertprozentig. Das mache ich für dich gerne nochmal. Ne? Warum machen wir das so? Damit wir uns einfach nicht die Finger ausschneiden, ne? Die noch mal genau. Ja, ja. Okay, dann mit sowas fangen wir an. Sowas brauchen wir als erstes, okay? So ein sauberes Feuer hinbekommen. Das ist eure Stärke. Davon machen wir erstmal welche fertig. Ja, wenn wir das haben, dann nehmen wir einen. Ist irgendeiner hier ein bisschen Messer gewandt von euch? Nein. Okay, dann werdet ihr es ganz einfach, aber wir machen das. Ich habe noch nie gezeltet oder ähnliches, ne? Ich hätte schon Bock auf so eine Erfahrung. Ja. Dann machen wir einfach. Nehmen wir es, Daumen drauf. Dann raut ihr das so an. Das nennt sich Federsticks. Ja? Damit raue ich quasi die Faser auf, Sauerstoff kommt besser rein, die Flamme kann greifen und dadurch entfacht sich das Feuer leichter. Okay? Verstanden? Mhm. Okay, Max, guck mal, wie er das macht. Die kannst du mal so genau, großen, mal so durchhauen. Genau, siehst du, das läuft. Gruppen, also alle. Das ist okay. Und mit dem Messer, das kann ich, ne? Das wird auch so eine Weihnachtsdeko. Das kriegst du, pass auf. Ja, soll wie ein Tannenbaum sein. Da hörst du mal. Das war das beste Kompliment, was du mir machen konntest. Für Baba vielleicht? Ja, ich bringe dir das mit. Ich habe ja auch so geschrieben, meine Mama, ich bin 48 Stunden nicht zu erreichen. Ich bin bei der Bundeswehr, die so. Was? Hast du eingezogen, Junge? Nein, nein. Keine Sorgen. Okay, die jetzt nichts zu tun haben, die jetzt so sind, die können schon mal ein bisschen größeres Holz herholen, dass wir schon mal so ein bisschen was hinlegen können. Ja, aber. Legst du die einfach auf den Haufen? Ja. Genau, dass sie die Hunde. Genau, was, und was machen wir als nächstes? Eine Holz. Sichere Umgebung. Was zum Brennen? Holz. Genau, Zunder. Also Holz nicht, also Zunder, ne? Das ist irgendwas leicht Entbrennbares. Aber damit das Feuer Sauerstoff geht, als allererstes seht ihr jetzt hier, das habe ich aufgebaut wie ein Gitterfeuer. Ein Gitterfeuer hat den großen Vorteil, ich komme von dem nassen Boden weg. Weil wenn ich nämlich ein Feuer machen würde auf dem nassen Boden, das wird unmöglich fast. Und damit wir jetzt noch besser Feuer bekommen, machen wir jetzt als nächstes hier mal eine Rinne nochmal richtig rein. Und zwar, dass wir ungefähr auch von der Höhe mal nach hinten wegziehen, sodass ordentlich näher das Feuer auch Luft bekommt, okay? Ich bin so, keine Ahnung. Du siehst aus, als würdest du gleich anfangen zu weinen. Moin Supreme! Nee, das nicht. Ich hätte einen OB für dich, brauchst du einen? Schon aufgefiedert. Ah, stark. Und deine Tränen daran zu trocknen. Danke. Nee, ich bin so übertrieben zerstört irgendwie. Aber Kreislauf ist da. Ja, Kreislauf ist da. Okay, ich versuche auch hier ein bisschen mir was reinzuziehen und so. Aber es ist so, was ich gerade fühle, ist so, wenn man. Vielleicht kennt ihr das, wenn man so, keine Ahnung, 2 Stunden Fußball gespielt hat, aber so voll Karacho. Und dann so die Lunge so brennt. Ja, ich weiß das. Ja, das will ich irgendwie gerade. Hast du das spontan bekommen, oder? Nee, das habe ich schon seit einer Stunde oder so oder zwei. Messer halten, da wo ich hinschießen will. Ja? Und dann durch die Form. Probier ich aus. Dann ist das hier Caster.be Feuer gemacht. Hundertprozentig. Wahnsinn! Genau, und jetzt der OB an sich, der verbrennt ja in unglaublicher Geschwindigkeit. Deswegen Esbit-Pulver ein bisschen rein. Oder was Labello, wenn du was hast. Das habe ich jetzt reingeschmissen. Ne? Einfach den Esbit-Würfel. Jetzt packe ich ihn einfach rein, ne? Das wird halt, guck mal da, dieses Ding da nehmen. Ja, genau. Ja, das wird halt. Mach, stopp mal. Das ist gar nicht mal, das ist gar nicht mal so noch geklappt, ne? Wir haben noch hier. Schieß hier nochmal an. Hey, weißt du? Schieß an. Ja, ich schieße an. Und dann, was passiert? Ja, mach. Schieß okay, an. Ich mache erstmal. Mach an. Aber eben doch nur ein Glückstreffer. Ja, scheiße. Ruhig beim Feuer machen, ruhig bleiben. Ja. Mal dein Kühlschrank nehmen. Soll nicht mehr sein. Falls jemand fragt. Ja, egal. Dann hast du hier den Federstick, der ein bisschen kleiner ist als der hier. Dann fängst du mit sowas halt an. Also okay. Genau. Dann fängst du damit an, siehst du, fängst an zu brennen. Ja? Und deswegen Esbit oder Labello drauf oder irgendwas anderes, was ölhaltig ist, weil wenn du nur den OB nimmst, der verbrennt so schnell, dass du gar nicht genug die Hitze bringst, ne? Muss man hier stehen? Fertig, ich bin noch getroffen. Nicht Zelt laden, sondern komm, Zelt. Ja, genau. Wir brauchen halt Wasser. Und wie willst du das jetzt machen? Ja, eigentlich soll da wohl Wasser rein und dann soll das Wasser kochen und durch das kochende Wasser wird die Tüte auch heiß. Ja.
Da muss kein Wasser rein. Das kommt nur hier rein ins heiße Wasser, um zu warm machen. Das war's. Das isst du so daraus. Das ist schon eine Creme. Das ist schon lecker. Das ist schon fertig. Ich hätte sonst noch mal Geflügeljagdwurst. Jo, nehm ich. Danke dir, Mann. Echt, das bedeutet mir viel. Krieg was zurück, Ronny. Denk doch, du bist am Backen, Ronny, oder? Hau rein. Jan, schmeckt das? Das ist zwar nicht super warm, aber es schmeckt sowas von geil. Aber es schmeckt wirklich hervorragend, als wäre das frisch gekocht dann auch. Was ist das genau? Chili sin carne. Boah, das gekommen ist richtig gefährlich. Wirklich lecker. Ey, ja, das ist richtig heftig. Aber ich glaube, du musst aufpassen, dass die Schokolade nicht verbrennt. Also, was hast du drin? Boah, Alter. Hier. Ist das brutal? Zeig nochmal. Ich habe hier diese leckeren Kekse eingelegt mit diesen Schokoladenfarben. Das schmelzen wir jetzt. Zeig mal mit der Kamera. Ja, Mann. Sachen machen, das Brot noch anbrät. Das ist Survival-Kultur. Ja. So, dann machen wir noch mal so eine kleine, bevor es in die erste Haie geht, oder die ersten Schlafen, so eine kleine, ja, Rekapitulation des Tages. Was war am schwersten und, oder vielleicht was hat auch am meisten Spaß gemacht? Niki, willst du anfangen? Okay, das schaffe ich. Oder warte mal, ich fange mal an. Weißt? Ja, fang du an, bitte. Ich fange mal an. Ich muss sagen, ich habe super viele Teams überrascht. Ich glaube, Jan ist vegan oder vegetarisch. Wo ich gehofft habe. Ey, krass, dass ich glaube, man unterschätzt das ein oder andere Team auf jeden Fall, was da für Leistungen abgeliefert worden sind. Und ich fand es mega cool, wie alle richtig Gasse gegeben hat. Also keiner hat gesagt, boah, nee, ich bin jetzt, nee, hab ich keinen Bock drauf. Obwohl es völlig ungewohnt war und man echt, glaube ich, um Stock geht, der eine oder andere. Ja, auch Highlight. Wir haben viel gelacht, auch Hindernisparcours. Ja, auch wenn es anstrengend war, wir waren echt scheiße, es war aber auch lustig. Wir haben unser Bestes gegeben, aber es war einfach nicht gut. Ja, ein Auf und Ab der Gefühle. Die Märsche immer wieder da, um ein bisschen wieder aus dem Loch zu kommen, nachdem man in irgendwelchen Sport-Challenges kläglich versagt hat. Am Ende war es wirklich die Höhen-Challenge, wie Aaron schon gesagt hat. Nachtsicht, alles, wo wir ein bisschen mehr mit Überwindung vielleicht... Oder ganz kurz, ne? Ich hab ja hier... Warte, ich zeig euch das nochmal. Ich hab's halt jetzt im Badezimmer. Ich habe ja hier dieses Störtebeker-Set benutzt heute zum ersten Mal. Ich hatte Angst, dass ich mich schneide mit diesem Rasierhobel. Boah, das hat so gut geklappt, ne? Also wirklich insane. Und es ist richtig schön glatt. Wer einen Kuss geben will, kann kommen. Und ich kann auch andere, egal. Das kommt auf YouTube. Weniger mit... Ruhig. Sportlichkeit, zumindest Max und ich, überzeugen konnten, hat den Tag wirklich ausgemacht. Und 20 Kilometer an einem Tag zu marschieren, plus alle 6 Challenges, ist auf so einen perfekt ans Büroleben angepassten Körper schon eine Aufgabe. Der Tag insgesamt, es war wirklich, also das ist keine Übertreibung, das war der anstrengendste Tag in meinem Leben. ist aber unfassbar, es ist ein unfassbar geiler Tag gewesen, auch mit dem Team, weil wir unfassbar viel gelacht haben. Highlight muss sein, wie Ronny von der zweiten Hühnersprosse zur dritten springt und es nicht ganz gepackt bekommen hat und dann da irgendwie runterfällt und Max und ich einfach einen Lachflash kriegen. Ja, war ein mega Tag, hat riesig Spaß gemacht. Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass ich so krass an meine Grenzen gehe und freue mich gleich natürlich aufs Bett. Mir hat die erste Challenge Spaß gemacht, es war der Parcours, das liegt uns natürlich, aber ich muss auch sagen, die Laufgeschichte, da ist man so krass an die Grenzen gegangen, also Otto hat mir vorher schon gesagt, freu dich aufs Laufen, aber dass das dann so krass wird, hätte ich nicht mit gerechnet. Aber der Tag war sehr gut auf jeden Fall, entspannt für mich, wenn ich ehrlich bin, da ist wirklich nichts passiert, was ich nicht alles, was schon erlebt habe. Oder auch schon gemacht habe. Mein persönliches Highlight war definitiv die Hindernisbahn. Die bin ich bestimmt schon 100-mal gelaufen. Aber auch ja, das Teamwork, das wir da an den Tag gelegt haben, hat gezeigt, dass wir hier gut aufgestellt sind. Und ja, freue mich auch auf die nächsten Challenges morgen. Der Marsch.
Der Marsch, der war wirklich eine Grenzerfahrung. Das war wirklich, da habe ich gemerkt, dass ich konditionell so gar nichts kann. Dass ich zwar viel Sport mache, aber halt nicht auf Kondition oder irgendwas. Das war wirklich hart und da habe ich auch gemerkt, dass meine Knie auf jeden Fall mal wieder einen Doktor besuchen sollten. Damit er sich da nochmal angucken kann. Also das war eigentlich heute auch dann direkt die positive Erfahrung, weil ich weiß, die Knie sind kaputt und jetzt kann ich wieder zum Arzt gehen. Und was richtig Bock gemacht hat, war das Abseilen vorhin. Das hat einfach nur Laune gemacht. Ich liebe Höhen. Die Nacht steht an und es wäre natürlich schön, wenn alle Teilnehmer durchschlafen könnten. Aber es gibt ein Feuer zu betreuen. Das heißt, es muss eine Nachtwache, eine Feuerwache gestellt werden, die das Feuer am Laufen hält. Nichtsdestotrotz, durchgehend sind zwei Mann am Feuer und zwar nicht aus dem gleichen Team. Also wer sich jetzt auf durchgehend einen geilen Schlaf gefreut hat, der hat sich natürlich leider jetzt geirrt. Ja, passt nämlich, weil Dave und ich starten. Wie viele Stunden haben wir? 22, 24. 16 Uhr oder was? Ja. 9 Stunden. Yeah. Nochmal welche Zeit? Welche Zeit? 0 bis 2 Uhr. Wir haben 1, 2 mal MMA. Ja, aber dann machen wir Team Ninja Fit und MMA macht 0 bis Ding. 0 bis 2. Jan, das ist nicht gut. 2 bis 4. Ja, komm, ich mach das. Alter, sauber. Sauber, der Lachs. Wollen wir 4 bis 6 machen? Ich habe mir vorhin, als wir alle zusammen am Lagerfeuer saßen, fast das komplette Essenspaket reingejagt. Und ich glaube, ich habe gerade so eine Art, wie heißt das hier? Gutkoma. Sodbrennen bekommen. Oh no, das ist mies. Ich hatte das noch nie, deswegen hat sich einfach die ganze Zeit angefühlt, als wenn ich kotzen muss. Ich habe die ganze Zeit den Schlafsack komplett offen gelassen, weil ich immer bereit sein wollte, dass ich mich so nach links drin einfach rauskotze. Ja, dann war ich auch komplett unterkühlt irgendwann, habe jetzt mal hier meine Thermo-Unterwäsche hier angezogen und jetzt hier am Feuer ist auf jeden Fall geiler. Bei der Feuerwache war ich mit Max aus dem MMA-Team, das war richtig geil, weil ich habe mich auch gefreut, das mit ihm zu machen, weil ich ihn gar nicht kannte, aber total interessant finde, was er so macht und er hat wirklich sehr interessante Stories zu erzählen gehabt. Und das waren wirklich 2 Stunden durchgequatscht, uns kennengelernt und war wirklich... Das war richtig gut. Das war eine sehr gute Zweier-Erfahrung, so irgendwo in der Wildnis. Und mit dem Feuer hat Spaß gemacht mit ihm. Findest du das, dass die Feuerwache jetzt nicht teamintern war, sondern mal mit einem anderen Team? Ich fand's total gut, weil man doch relativ wenig, ehrlich gestanden, mit den anderen Teams während des Tags zu tun hat, weil man ja immer nur innerhalb seines Teams unterwegs ist und deswegen auch nicht die Gelegenheit hatte, außer wenn man zwischenzeitlich mal gewartet hat, ein bisschen sich zu unterhalten, aber macht man, weil man so kaputt war, dann doch auch nicht. Das war eigentlich total schön. Ich meine, wir haben jetzt wirklich 4 Teams hier, ne? 1, 2, 3, 4 Teams. Ne? Man mit jeder Partei mal gesprochen. 4? Sind das nicht 5 Teams? Ronny und ich belegen die 4 bis 6 Uhr Feuerwachschicht. Haben die Zeit schon vernünftig genutzt. Wenn die Schicht nur bis 6 Uhr geht, heißt das, dass es um 6 Uhr knallt. In egal welche Richtung. Wir haben die Zeit schon genutzt, unseren Biwaksack, die Isomatte, den Schlafsack, alles durchzutrocknen, schon zu verpacken. Schon so einige Vermutungen, was passieren könnte. Aber das ist der Grund, warum wir erstmal hier sitzen, aber wir haben die Zeit vernünftig genutzt. So, wir hatten eine wahnsinnig schöne Nacht, muss man sagen. Es hat nämlich auch noch geregnet. Ja, zu aller Anstrengung, aber ich denke mal, die Teilnehmer haben eine ordentlich erholsame Nacht hinter sich, halbwegs erholsam. Und jetzt werden wir ihn natürlich wecken, denn wir haben es wieder mal 5.40 Uhr jetzt, also ein bisschen später als gestern. Und es steht an ein Eilmarsch. Und mit dem Transport, aber vorher noch eine Challenge, die ansteht, und zwar jetzt beim Wecken. Ganz genau, wir geben jetzt ein bisschen Gas, wecken die Leute auf und dann schauen wir mal, wer zügig hier wieder antritt. Ich bin gespannt. Ja, geht also darum, welches Team hat als erstes all seine Ausrüstung und Sachen verpackt und steht hier auf dem Weg, wo wir gerade draufstehen. Und diese Zeit wird genommen. Ach. Und raus, komm, arbeiten! Das führt mich, sag euch, das führt mich hops nehmen, denn ich hasse es direkt aufzustehen. Das ist voll die schlechte Angewohnheit, ich weiß das. Aber ich hasse es, wach zu werden und direkt aufzustehen. Das ist überhaupt nicht meine Kunst. Was geht ab? Los Männer, die Nacht ist vorbei. Guten Morgen, Attacke. Also es geht direkt schon los, viel zu langsam. Die Leute liegen noch im Bett, ey, ganz ehrlich. Das muss auf jeden Fall schneller gehen. Wir beschleunigen jetzt ein bisschen und holen mal Zeit noch aus der Attacke.
drehen, Junge. Ich hab grad von deinem Vater gefroren. Tempo, Tempo, alles im Rucksack! Alles im Rucksack! Echt jetzt? Ich hab grad Sägespäne angemacht. So, ihr seid ja immer noch nicht aufgestanden. Tempo, Tempo, Tempo! Attacke! Komm, Attacke! Geschwindigkeit. Ich muss kurz klären, weil der hat von meinem Vater geträumt. Ich dachte, was Sexuelles. Ja, das hoffe ich natürlich auch nicht, aber das ist mir jetzt scheißegal. Attacke, Sachen zusammenpacken, alles in den Rucksack, Schuhe an, Jacke an und dann geht's ab vorne auf die Straße. Gut, so, die kann man ja auf den Kopf nehmen. Ja, das ist so. Boah, ist das schlau. Jawohl, so sieht das gut aus. Hier sieht das gut aus. Weiter so, Tempo oben halten. Sauber, bist du motiviert? Ja. Jawohl, an Attacke. Hose nicht vergessen und dann geht's gleich nach oben. Jawohl, sieht das schon. Was? Da ist ja immer noch einer drin. Jawohl, das sieht aber schon gut aus. Ich gebe Gas, Schuhe an und dann habt ihr es ja gleich. So, Max ist schon soweit fertig. Vergesst nicht, Sachen zusammenpacken, alles abräumen. Gleich nicht schön, einfach nur zügig. Rucksäcke nehmen und dann Attacke. Brauchst du, beschleunigst sie noch ein bisschen. Biwaksack und Schlafsack in die Schlafsackhülle. Einfach reinstopfen. Nicht einfach die Isomatte aufrollen. Nein, alles so wie es ist, einfach in den Biwaksack rein. Schlafsack. So wie das gestern gepredigt. Genau. Hätte, PS, das ist nicht Tour. Tempo ist kein Taschentuch, auf geht's, komm. Tempo ist kein Taschentuch. Wir müssen nicht zu Lidl. Das erste Mal einigermaßen, aber es geht schneller. Nicht geschlafen. Gar nicht geschlafen? Nee. Das wäre so, als würde man in der Frankfurter Innenstadt wohnen und unter einem wäre ein Nachtclub, weißt du, zum Kotzen. Weißt du, wo er wohnt? Genau, über seinem Nachtclub. Komm, Max, komm. Komm, Gas. Meine Boote hinten, nicht die andere. Haben alle zusammengepackt, ziemlich übereinander. Die kannst du zusammenrollen. Deine. So, es ist jetzt 5.46 Uhr, das heißt, 6 Minuten sind wir jetzt zu Gange. Das Zeltdach steht hier immer noch, beziehungsweise ja, die Dackelgarage. Ja, wir müssen noch mal ein bisschen Gas geben. Ich glaube, da ist noch Luft nach oben. Bei uns, wie sieht's aus? Sehr gut, komm. Genau, helft euch gegenseitig, unterstützt euch gegenseitig. Nur so seid ihr am schnellsten. Wer fertig ist, hilft den anderen. Hier jetzt nicht großartig feiern, einfach abreißen, einpacken. Komm mal, ne? Was würdest du denn jetzt am liebsten machen? Schlafen. Nee, passt nicht. Ich hab auch Schlafsack. Ja. Oh, Team fertig. Wohin? Wir nehmen die mit. In der Mitte drin. Achtung. Oder dieser Eilmarsch wird die so ficken. Yes. Jo. Ah, Team YouTube super, holt ordentlich auf. High Five. Wo sind meine Boah, einen wunderschönen guten Morgen, das habt ihr super gut gemacht, Alter. Alter, stark, Max. Sehr gut, sehr gut. Richtig geil. Gut. Meine scheiß Lampe, Alter. Gut. Die zweiten online. Boah, hast du big gepackt. Ja. Geil. Ich hab geisteskrank beschissen gepennt. Ich bin bestimmt 15 Mal wach geworden und konnte dann immer nicht direkt einpennen. Und ich bin jetzt leider, man hört so ein bisschen schon, weil ich so nasal spreche, ich bin jetzt leider krank geworden über die Nacht. Ich hab's gestern gesagt, das war der anstrengendste Tag meines Lebens. Dadurch, dass ich jetzt krank bin, könnte das heute werden. Geil. Stressig, Hektik. Ich hab's euch noch vor einer halben Stunde gesagt. Nee, lass uns schlafen, Leute. Alles sitzt krumm und schief, Hauptsache dabei. Rucksack auf dem Rücken drauf, komm. Drauf auf dem Rücken. Jetzt erstmal egal, wie der Rucksack getragen wird. Komm, und losmarschieren, Folgt dem Licht, da oben steht der Rest. Los, Leute, auf geht's. Und holen, und hoch. Komm, grad, ist egal erstmal. Du musst nur bis da oben laufen, komm. Da, wo das Licht ist, da oben auf die Straße. Jawohl, und weiter. Hola, Stugi. Auf was ihr heute auf gar keinen Fall Bock hättet? Ich hab auf alles Bock, wir sind für alles bereit.
Ich bin ehrgeizig, das Ding hier zu gewinnen. Geil. Das ist die richtige Einstellung. So ein Tier einfach. Vom Mindset. Was willst du hören von mir? Du siehst so highly motivated aus. Ich hab gar nicht gepennt. Und bei dir alles fit? Ich habe soweit gut geschlafen. Ich musste auch schlafen, sonst wäre ich heute wahrscheinlich tot gewesen. Ich hab Bock. Ich bin mal gespannt, was heute kommt. Und egal was es ist, wir werden es machen. Geil. Mega lecker. So, Motivation. Ja, Motivation ist auf jeden Fall da. Der Junge sieht so fertig aus. Partner, aber sonst schon, ne? Nichts Geileres, werde ich jetzt zu Hause übernehmen. Einfach random nachts geweckt zu werden. Bisschen schnell aufstehen, schnell anziehen. Ich glaube, meine Unterhose ist falsch rum. Aber es macht einfach nur Bock, ich sag's euch. Das Team YouTube hat schon heftig gepunktet, ne? Oh, und die haben guten Vorsprung sich geschaffen. Jetzt steht alles unter der Überschrift, wir lassen niemanden zurück. Also erstmal muss ich Lob aussprechen, ich fand es super, wie schnell ihr die Sachen gepackt habt. Ich glaube, der eine oder andere hat vielleicht ein bisschen damit gerechnet und es lief ohne groß Chaos ab. Wir schauen trotzdem, ob noch was zurückgelassen wurde. Da gibt es eigentlich immer so was Schönes, wenn man was findet, ein Ausrüstungsgegenteil, sagt man, eine Stirnlampe, die kostet 60 Euro. Kasten Bier für alle Mann ist, glaube ich, günstiger, kann man es wieder eintauschen. Also wir gucken mal, falls jemand was vergessen hat. Jetzt ist eine Wertung oder eine Aufgabe, die nicht mit Punkten versehen ist, sondern hier geht es einfach um das Gruppengefüge. Alle halten zusammen, alle ziehen einem Strang, die Starken helfen den Schwachen und dann rockt er diese Aufgabe. Ganz genau, also euer Auftrag ist es jetzt im gemeinsamen Gruppenverbund mein Tempo, meine Höhe zu halten, so lange bis ich sage Stopp. Der Fairness halber brauche ich einen großen Rucksack auf. Ich denke, das schaffen wir alle, Fragen sollte es dazu nicht geben. Das heißt jetzt rechts oben und dann im Laufschritt mir folgen. Alles klar, rückt eng zusammen und gibt Gas. Hätte ich ja gar keinen Bock drauf. Das Erste, was passiert, nachdem man wachgeschrien wird, ist, dass wir laufen Community-Runde mit unseren scheiß Rucksäcken. Auch dieses Gepacke die ganze Zeit. Dieser Ich hab eine Aversion gegen den Rucksack gebildet. Eine richtige Abneigung gegen diesen verfluchten Rucksack. Tempo ist angenehm, oder? Ja, ist okay. Gut. Ich merke nur, dass die Knie langsam wieder kommen. Boah, ist das ein Abschiss. Ja, einfach laufen lassen, geht weg ab, Jungs. Ja. Und dann am zweiten Tag auch direkt wieder los mit Joggen und sowas. Also, ich fühle mich so ein bisschen wie so eine Mimose, wie ich mich eigentlich nicht eingeschätzt hätte. Aber ich würde sagen, dass ich gerade so an 15 Stellen in meinem Körper Schmerzen habe. Das ist entspannt, wenn der halbe Rucksack im Wald liegt. Vorne halten, vorne halten, vorne halten. Hey. Alle dran. Ihr findet jetzt leider Gottes hinter euch einen Verwundeten, der im Wald liegt. Glücklicherweise liegen zwei abgetrennte Bäume daneben. Euer Auftrag jetzt. Verwundetentrage bauen, Verwundeten aufnehmen, dann geht's weiter. Zeitansatz dazu, 7 Minuten. Die Zeit läuft jetzt. Wenn ihr die nächste Folge schon sehen wollt, dann klickt unten den Link in der Videobeschreibung, denn bei Join läuft die nächste Folge schon jetzt. Das ist anstrengend, richtig hart. Weiter noch. Wir gucken uns das nicht an, weil ich mich nicht spoilern lassen will. Ich finde das finde ich, könnte man weglassen. Dieses, was kommt danach oder was kommt nächste Folge. Weil ich finde das Teaser zu viel. Wobei ich kann auch verstehen, man will ja auf mehr quasi scharf machen, aber ich brauche das nicht. Mir reicht es, das so zu sehen. Ihr Lieben, das war wieder eine Folge, eine Reaktionsfolge auf die Bulletproof Challenge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, kommentiert das bitte einmal gerne unten. Und ich hatte ja ein paar Fragen am Anfang. Gerne auch einmal eure Meinung dazu sagen.
reinschreiben in die Kommentare. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, das Video zu liken und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.